Hallo Leute, das hier ist Fears to Fathom Home Alone, ein Horrorspiel von Steam, welches gerade nicht gerade, es ist eigentlich immer umsonst. Aber es ist episodisch aufgebaut. Das bedeutet, man kann sich jede Episode einzeln holen. Die erste ist, wie gesagt, umsonst. Die zweite kostet aber auch, glaube ich, nur so 2,40 Euro. Bis jetzt sind aber, soweit ich weiß, auch nur zwei rausgekommen. Ich gucke jetzt mal, wie super scary die erste Episode so ist. Ah, siehst du, die dritte ist under development. Und, ah ja, wenn das was kann, dann schauen wir uns eventuell auch mal das zweite an. Hier kommt die erste Episode, Home Alone. Hoffentlich. Ja, da kommt's. Reddit. Ist das so eine, ist das eine echte Geschichte, die einer einfach von Reddit kopiert hat und dann ein Spiel drum gemacht hat? Weil das wäre ziemlich cool. I guess I'll just start. Thanks for the gold, kind stranger. No, I'm not a Trump supporter. Meine Eltern, also wir sind auf jeden Fall irgendwie ein Teenager oder so. Ja, genau. I did plan on fixing that. Das ist eigentlich, was man als Erwachsener ausschließlich macht, ist sein Schlafrhythmus wieder Brettes. Ist es ein Gasleck? Das ist dein Wecker? I woke up after a nap. Hat er sich den Wecker auf 8.03 Uhr gestellt? Oder hat er das Geräusch 3 Minuten lang sich angehört? Was ist denn mit meinen Augen los? Ich bin einfach ein kleiner sleepy Teenager. Ach, direkt wieder hinlegen, weißt du was? Es lohnt sich nicht. I went to bed again. Ah, ja. Nee. Ich glaube, wir müssen echt was machen. And I got up again. Ah ja. Der Boden meines Zimmers besteht einfach auch aus Holzbrettern. Darunter gar nichts. Ich hörte mir meine Lieblings-White-Noise-Station an. Bin ich mit eingeschaltetem Licht eingeschlafen? Wie viele Lampen braucht denn ein Zimmer? Und wer steigt hier draußen die ganze Zeit aus seinem Auto aus und wieder ein? Ich dachte über Essen nach und machte, Ah, perfekt. Ich schaute wie ein Creep auf die Straße. Mom hat mir geschrieben. Was ist hier los? Mason und Josh kommen vorbei, um Hausaufgaben zu machen. Make sure to check the door before opening it. Check through the blinds. Und denk daran, C zu drücken, wenn du dich hinknien willst. Mom, I'm 14. Ich bin praktisch erwachsen. Oh geil, Mama hat Lasagne gemacht. Und was will Mason?
Ist das alles in Quatsch? Mario Kart spielen werden, let you know. Okay, Cole, I can't promise to do that. Plans with Nat. Nat und Matt und Josh und Brosh und all die coolen Teenie Kids. Was ist das? Ah, ein Clipping-Effekt, hallo. Den habe ich auch in meiner Wohnung. Don't ask me why. Hat das Schlafzimmer kein Licht? Geht der Wecker eigentlich weiter? Nee, die Zeit ist hier einfach stehen geblieben. Yo! Was stehst du eigentlich einfach in meiner Einfahrt? Kann ich sprinten? Ja, so ein bisschen. Gerade der Weirdo. Die lauteste Tür der Welt. Ich kann natürlich mein Haus nicht verlassen. Was ist denn das für ein Geräusch, das da immer kommt, dass wir irgendwo jemand eine Autotür zuschlägt? Whatever. Whatever, sage ich. Habe ich nicht vorhin gesagt, ich bin hungrig? Kann ich doch genauso gut jetzt hier in den Garten gehen und mir was pflücken. Wie sind meine Eltern denn übers Wochenende weg, wenn sie das Auto hier gelassen haben? Ach nee, stimmt, wir sind ja Amerikaner, wir haben mindestens 3 Autos. Kann ich hier entlang? Hier hat doch gerade der Typ geschafft. Ne, ich kann hier nicht weiter. Unsichtbare Wände. USA. Und dann holte ich meine Knarre raus und erschoss alle. Aber ich erschoss außerdem aus Versehen meine 4-jährige Schwester. Es war das Amerikanischste, was je geschehen war. Bier? Soda Pop? Was? Patatatin? Der Big Juice? 2-mal Sahne? Und was auch immer das alles ist? Ich... Ah ja. Super erfrischen. Den heftig ist du Arsch. Was war das? G2? Ich warf meinen Müll durch die Gegend, wie jeder Amerikaner. Und dann aß ich die Lasagne. Cold. Ich warf sie an die Decke. Wo ist sie? Ach, da. Muss ich die in den Ofen tun? Haben wir keine Mikrowelle? Aber die Musik suggeriert mir irgendwie, dass es hier super gruselig sein soll, aber irgendwie geschieht gerade nichts. Oder geschieht hier die ganze Zeit was und ich merke es nicht. Das ist natürlich genau so möglich. Food was nice and hot. I like watching TV while I ate. Genau wie ich. Genau wie jeder Mensch auf der Welt. Benutzen die ihre Öfen wie Mikrowellen? Zombie Teenage Show.
beziehungsweise der neue Elden Ring Trailer, der mittlerweile gar nicht mehr so neu ist. Jetzt haue ich mir einfach die Lasagne rein. Stimmt, ich bin ja in Amerika. Das heißt, ich schaffe es in einer Sitzung einfach eine komplette Lasagne zu fressen, von der ich eigentlich 4 Tage leben könnte. Oh, jetzt bin ich wieder müde. Es war auch ein anstrengender 5-Minuten-Tag. Ist mein Lieblingsradiosender noch dran? Ja. Hold the goddamn phone. Da. Warum ist diese Tür hier auf? Habe ich die gerade nicht? Ich bin doch durch die Tür, bin ich doch gegangen. Warum war denn diese Tür auf? Okay, da kommt der Mason, der kommt nicht rüber. So ein Huso. Tja. Das war ja wohl mal... Ja, ich bin. Es tut mir auch furchtbar leid. Chill out, dude. Ich gehe einfach wieder ins Bett. Kann ich wenigstens das Licht irgendwie ausmachen? Das funktioniert noch. Achso. Der durchschnittliche Amerikaner schläft 16 Stunden am Tag. Er ernährt sich nur von Lasagne und den Rest macht er Hausaufgaben. Was sind überhaupt für Hausaufgaben? Ich hoffe, ich muss die jetzt nicht machen. Habe ich nicht um 8 was gegessen? Um 20 Uhr. Ich habe 4,5 Stunden Hausaufgaben gemacht. By God, ey. Jetzt ist es auch schön dunkel. Ja. Knallhart, dann mal wieder ab in die Haie. Oder auch nicht. Don't stay up to late. I shouldn't get here from Mrs. Paula this time. Alles klar. In die Kasematten. Kenne nur ich dieses Wort. Ich habe eine halbe Stunde, habe ich mich hingelegt und stehe direkt wieder auf. Das Licht ist an, aber es ist nicht wirklich an. Ist das der Soundtrack? Oder ist es ein Geräusch aus dem Spiel? Es ist halt dunkel wie im Rattenarsch hier. Schon wieder auf ist. Oder ob die jemals auf war. Nö. Alles ordentlich.
halten? Wie viel ist denn in dieser Flasche drin? Warum hat die Musik aufgehört? Habe ich genug getrunken? Ich glaube, die Musik loopt einfach, oder? Ich sehe halt nichts. Jetzt einer in meinem Bett? Nö. Was? Das ist von jetzt. Steht einer an der Tür? Click to hide? Okay. Bin ich unterm... Ja, ich bin unterm Bett. Hier bleibe ich jetzt einfach. Kann ich zurückschreiben? Ne, ich kann es nicht. Ja, dann. Ich bleib einfach die ganze Nacht hier. Ich weiß unironisch nicht, wie ich aus dem Versteck wieder rauskomme. Ich mich hier so schön versteckt. Weiß nicht, wie ich wieder. Ah, Leertaste. Okay, natürlich. So wie man aufsteht. Okay, aber das heißt ja wohl, ich werde gleich wieder hierhin fliehen müssen. Maybe? Wer hat denn überhaupt dieses Foto geschickt? Das ist ja, das ist doch bestimmt sie gegenüber gewesen. Muss ich jetzt gucken, wer in der Tür ist, oder was? Nicht? Vielleicht ist es gucken. Holy shit! Nee. Das lassen wir aber mal wieder sehen, du. Nein, danke. Ich verzichte. Und tschüss. Oh shit. Warum würde er die Scheibe einwerfen und dann klingeln? Um zu gucken, ob jemand im Haus ist.
Warum? Willst du mich verarschen? Ich hab doch gehört, wie eine Scheibe zerbrochen ist. Das ist doch jetzt nicht Paula. Da sind jetzt alle Lichter an. Hat Paula den Typen genommen und durch mein Fenster geworfen? Was war das? Oh Gott! Ja, gut.